Aufgebraucht und nachgekauft oder vielleicht doch nicht? Ich liebe Beauty und ich liebe Drogerieprodukte, aber ich bin auch ein bisschen picky. Ich habe nämlich neulich schon wieder ein Video gesehen, wo alle meinten, rennt zu DM. Wegen einer Drogerieneuheit, die absolut nicht nice ist. Ich habe ja schon kurz Video hochgeladen. Und by the way, am Sonntag kommt ein Neuheitenvideo. Da gucken wir uns alle Drogerieneuheiten wieder an. Aber heute gucken wir uns Produkte an, die ich aufgebraucht habe, damit du weißt, was du kaufen oder lieber vermeiden solltest. Diese Produkte habe ich in den letzten Wochen komplett aufgebraucht oder muss sie frühzeitig entsorgen. Warum? Das erfährst du jetzt. It's Summertime. Der Sommer ist da und wir brauchen auf jeden Fall Lichtschutzfaktor. Nicht nur fürs Gesicht, auch für den Körper. Und in der Drogerie finden wir ja wirklich unzählige Produkte und ich habe zugegriffen, aber muss sagen, ich glaube, ich bereue es. Denn nicht gibt es neue Inhaltsstoffe, die man nicht auf seine Haut schmieren darf oder es wird aufgedeckt, dass irgendwelche Firmen Mist gebaut haben. Zum Glück haben wir in unserer Community so smarte Schwestern, weil eine Sis hat mir zugeschickt, dass wir eventuell unsere Sonnencreme von DM nochmal checken sollten. Ich werde meine jetzt erstmal aussortieren. Safety first. Ich stelle das erstmal in den Schrank. Schreib gerne in die Kommentare, was du darüber denkst. Wir alle kennen das virale Mousse von Asam Beauty, aber wusstest du, dass die auch Pflegeprodukte für Gesicht und Körper machen? I love it. Ich habe das schon eine Weile und es ist wirklich komplett leer. Ich trage ja jetzt auch gerade selbst Bräuner wieder, der noch ein bisschen einwirkt. Der wird danach abgeduscht, aber vorher wird ja immer gepeelt. Und beim Peeling ist es wichtig, dass du kein ölhaltiges Peeling nimmst, sonst ist dein Selbstbräuner danach nämlich nicht so schön. Und ein ölfreies Peeling in der Drogerie zu finden, ist gar nicht mal so einfach und deswegen liebe ich dieses hier von Asam. Du kannst natürlich auch so einen ganz normalen Peeling-Handschuh oder so nutzen, aber das riecht halt sehr gut und das ist halt extra dafür da, auch dass du dich vor dem Selbstbräunen peelst. Deswegen würde ich mir das auf jeden Fall wieder kaufen. Dieses Produkt gibt es in groß und in klein und es bringt einen Anti-Gelbstich-Effekt, der bis zu 4 Haarwäschen halten soll. Außerdem kommt das Produkt mit einer tiefen wirksamen Pflege und soll für aufgehelltes, gestrehntes und graues Haar ideal sein. Okay, aber erzähl das nicht meinem Friseur. Ich gehe, by the way, nächste Woche wieder zum Friseur, weil man sieht schon, so ein bisschen aufgefrischt könnte das wieder werden. Und zwischendurch, das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich das benutze, aber zwischendurch mache ich voll gerne mal so einen Silberglossing, Silber-Shampoo-Treatment, wie auch immer. Ich glaube, das ist einfach nur wie eine Maske, die auch so einen Silber-Shampoo-Effekt hat. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Würde ich jetzt wirklich nicht jede Woche oder auch nicht alle 3-4 Wochen machen, aber so alle paar Monate mal zwischendurch kann man das, glaube ich, mal machen. Hier brauche ich bitte deine Hilfe, Sis. Wer kennt dieses Parfum und kann in den Kommentaren beschreiben, wie das riecht, weil ich bin so schlecht da drin. Das ist eine Premiere, denn dieser Duft ist der erste Duft, der hier leer geht. Wir haben noch nie ein Parfum leer gemacht und ich glaube, das dauert ja auch immer ewig, aber dieser Duft, ich mag den sehr gerne. Und diesen Duft habe ich empfohlen bekommen von einer Person, mit der ich das halt jetzt in Verbindung setze. Und ich habe mit der leider keinen Kontakt mehr. Deswegen erinnert es mich immer an diese Person. Da werde ich ein bisschen zerrt. Und deswegen kaufe ich mir den auf jeden Fall nicht nach, um den Schmerz nicht so tief zu haben. 50 plus Lichtschutzfaktor für dein Gesicht mit 12 Stunden Anti-Glanz-Effekt, eine leichte, schnell einziehende Textur. Und das Ganze ist wasser- und schweißresistent. Auf dem Weg in meinen Dubai-Urlaub habe ich mir das nachgekauft am Flughafen, weil da war es auch viel, viel günstiger, als wenn man es irgendwie online bestellt. Aber ich würde auch den Originalpreis immer und immer wieder zahlen, weil das ist auch schon meine dritte Flasche. Und ich habe richtig viel schon getestet, aber das ist für mich der allerbeste Lichtschutzfaktor fürs Gesicht, den es gibt, weil der absolut nicht ölig ist. Wie eine ganz normale Tagescreme zieht der ein, aber du hast halt 50 plus. Und mit einem so einem Pump kommt auch so die perfekte Menge raus für dein ganzes Gesicht, finde ich. Sommerlicher Kokosduft und eine Pflege, die deine Haut richtig zart und geschmeidig macht und trotzdem kommt dieses Produkt in die Tonne und ich sag dir jetzt warum. Okay, ich schäme mich ein bisschen, weil ich habe das gekauft damals in Stuttgart, also es ist jetzt schon über 2 Jahre alt und da steht drauf, man darf es nur ein Jahr haben, deswegen kommt es jetzt auch weg. Aber ich habe das gekauft, um mich damit einzureiben und in die Sonne zu legen, damit ich schneller braun werde. Ich habe halt auch nur so wenig benutzt, weil ich mich immer schlecht dabei gefühlt habe, weil ich mir dachte, ich will meine Haut halt eigentlich schützen und ich will sie nicht in der Sonne brutzeln. Und dann bin ich eine Selbstbräuner-Queen geworden und dachte mir, jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Und deswegen kommt das auch weg und würde ich nicht nochmal nachkaufen. Achtung, Limited Edition. Momentan bekommst du für 95 Cent diese Tuchmaske von Yuti, die deiner Haut Feuchtigkeit spenden soll. Diese Maske sollte dir bekannt sein, Sis, weil die haben wir ja in unserem Dubai-Urlaubs-Vlog, Glow-Up-Vlog, zusammen aufgetragen. Und ich muss sagen, ich fand die ziemlich gut. Ich bin momentan nicht so in love mit Tuchmasken, weil ich mir denke, ein Serum ist halt irgendwie meistens günstiger und effizienter. Und außerdem gibt es auch schon wieder so Gerüchte und soll man nicht machen und dann wieder doch und ich bin verwirrt. Aber diese Maske sah für mich sehr, sehr gut aus und die hat sich auf der Haut auch so angenehm angefühlt. Also es war wirklich eine Tuchmaske seit langer Zeit, die ich extrem gefeiert habe und deswegen würde ich mir die von Zeit zu Zeit schon mal wieder nachkaufen. Die Isana Ceramide Power Cream ist eine hautberuhigende Feuchtigkeitspflege, die Rötungen und Irritationen der Haut mindern soll. Außerdem verspricht Isana, dass deine Hautbarriere nachhaltig gestärkt und dein Hautbild ebenmäßiger wird. Let's Talk Skincare. Diese Creme soll ja mega nice sein. Wir haben Ceramide, wir haben Pentenol und es ist ja perfekt für die Hautbarriere und deswegen dachte ich mir, darf die auf jeden Fall mit. Was mich an der leider gestört hat, ist, dass die parfümiert ist. Also glaube ich, jetzt steht es hier gerade nicht drauf, aber ich glaube schon, weil die hat einen ganz starken Eigengeruch. Ansonsten ist die sehr ergiebig. Guck mal, ich habe mit
mit der kleinen Menge jetzt hier meine ganze Hand eincremen können. Riecht auch irgendwie so ein bisschen nach Knete, I don't know. Die ist auf jeden Fall noch eine gute Weile haltbar und nicht mal ansatzweise leer. Ich frage mal meine Schwester, ob sie die haben möchte, ob sie damit zurechtkommt. Das ist halt so persönliche Präferenzensache. Ich persönlich mag den Duft nicht, aber vielleicht mag den jemand anderes sehr gerne. Jax Beautyline verspricht hier einen Beauty-Hybrid mit pflegenden Inhaltsstoffen, der deine Haut porentief reinigen und glätten soll. Außerdem soll der Cleanser Feuchtigkeit spenden und die eigene Kollagenproduktion anregen. Zugeschickt und aufgebraucht. Das war mal ein PR-Paket. Ich kannte die Brand auch nicht, habe dann aber gesehen, die ist vegan, tierversuchsfrei, ohne Silikone und Parabene. Das ist nur 6 Monate haltbar. Das ist ja interessant. Habe ich länger gebraucht, glaube ich, um das leer zu machen. Stand bei mir dann immer in der Dusche und habe ich gelegentlich benutzt. Also jetzt nicht, dass ich das aktiv in meine Skincare eingebaut habe, aber so zwischendurch. Fand ich sehr solide. Ich finde, aus dem Pumpspender hätte mehr rauskommen können. Also war mit einem Pump so ein bisschen, da musste ich dann so, ich glaube schon so 6-7 Mal pumpen, bis ich meine gewünschte Menge habe. Produkt an sich und was die Brand macht und wohinter sie steht, finde ich aber eigentlich ganz gut, glaube ich. 2-in-1, eine sanfte Pflege und ein super angenehmer Duft für Badewanne und Dusche. Ich will den aufessen. Der ist einfach so süß. Guck dir dieses kleine, cute Gesicht an und es riecht einfach so lecker nach Kindheit, weil es riecht nach diesen Wassermelonenbonbons. Kennst du die noch, die so krass hart waren? Steht zwar drauf, ist ein Badepeeling, habe ich dann in meine Story gepostet und dann habt ihr mir geschrieben, Rebecca, da steht drauf, dass man das auch für die Dusche nehmen kann. Ich war so, yay, yeah. Dann habe ich es mir doch nochmal gekauft und ich fand, es war auch so für einen Sommerglow, ob was ein schöner Vibe, dieser Duft und so. Ist jetzt nichts, was ich mir jeden Tag in meine Everyday Shower oder so einbaue, ne? Da müssen wir immer unterscheiden, dass sowas halt eine nice Spielerei zwischendurch ist, wenn man sagt, ich will mir irgendwie ein Self-Care-Day machen und eine Maske und ein Peeling oder so, dann kann man das auf jeden Fall machen, aber würde ich jetzt nicht jeden Tag verwenden. Ich würde es mir safe nochmal nachkaufen, einfach weil es auch schon so nice riecht. Egal ob Balea oder in dem Fall Isana, das reichhaltige Duschöl ist ein Must-Have und habe ich immer zu Hause. Das ist ein Drogeriefavorit, kaufe ich ja ständig nach, benutze ich, um meine Pinsel und Bürsten zu reinigen. Ich mache das immer nach dem Double-Cleansing-Prinzip, weil in meinem Make-up ist halt auch Foundation und das geht mit ein bisschen Wasser und so Shampoo oder Reinigungsmitteln meistens nicht so gut ab und deswegen brauche ich irgendwas Ölhaltiges und deswegen liebe ich das sehr. Achte darauf, dass du kein Duschgel mit Öl nimmst, sondern dass du ein richtiges Duschöl nimmst. Das Balea Reinigungsöl ist ideal auch für trockene Haut. Es ist parfümfrei, wir haben Arganöl und ist für die schnelle Reinigung auch mit wasserfestem Make-up geeignet. Ich weiß nicht, wie viele ich davon schon leer gemacht habe. Auch ein richtiger Drogeriefavorit, liebe ich. Ist günstig, perfekt für Double Cleansing, entfernt wirklich auch hartnäckige Wimperntusche. Als ich neulich bei der Kosmetikerin war, hat sie mir so diese weißen Punkte aufgemacht, die auf der Haut sind. Keine Pickel, sondern Mielen oder so heißen die. Und sie meinte, das kann passieren, wenn du zu viel ölhaltige Produkte im Gesicht hast. Und deswegen bin ich hier aktuell ein bisschen vorsichtiger mit, würde dann nur an den Wimpern damit arbeiten und gehe im Gesicht eher mit einer Reinigungsmilch momentan vor. Das würde ich mir das... Und deswegen liebe ich das sehr. Das Wiederkaufen auf jeden Fall. Hände hoch, wer erinnert sich an dieses Augenbrauenwachs? Super virales Produkt, was sich jetzt dem Ende geneigt hat, aber würde ich es wieder kaufen? Das ging relativ schnell leer. Der Hype ist auch so ein bisschen weg um dieses Produkt, oder? Hier ist noch ein bisschen Rest drin, was ausgetrocknet ist. Also das ist nicht ganz leer geworden. Aber ich würde auch sagen, da ist gar nicht mal so viel Produkt für 4 Euro drin. Ich mag das nach wie vor eigentlich sehr gerne. War aber für mich nur eine Phase, muss man ehrlich sagen. Also ich bin jetzt wieder bei dem Gel mit dem Bürstchen. Für feines und plattes Haar mit Lifting-Effekt. Das Langhaarmädchen-Shampoo habe ich in der Mini-Version und das war perfekt für den Urlaub. Das riecht so gut. Ich liebe eh so Haarprodukte. Warum gibt es kein Parfum, was einfach wie Shampoo oder so riecht? Habe ich im Urlaub auf jeden Fall leer gemacht. Mochte ich sehr gerne. Hat die Haare richtig schön weich gemacht und kaufe ich mir auf jeden Fall in groß nochmal nach. Aber halt erst, wenn meine anderen Produkte leer sind und das braucht gefühlt auch noch 10 Jahre. All-in-One. Diese Mascara heißt nicht nur so, sondern Adeko sagt, diese Mascara deckt wirklich auch alle Wünsche ab. Zugegeben, mit 16 Euro ist sie ein bisschen pricey, was Drogeriemascaras angeht. Und deswegen bin ich hier besonders kritisch, wenn ich mich frage, ob sich dieses Produkt lohnt. Bei Mascara liebe ich ja eigentlich immer diese Gummibürstchen oder die Sanduhrform. Und das ist ja komplett gerade. Das heißt, ich war schon mal sehr skeptisch und dachte mir, das kann nichts werden, aber stopp. Diese Mascara, sie heißt All-in-One und ich finde, sie macht auch All-in-One, weil die macht die perfekte Wimperntusche, soll die Wimpern trennen, lang machen, Volumen geben, gut halten, nicht verwischen und beim Abschminken wieder gut abgehen. Und die Mascara heißt nicht nur All-in-One, ich finde, sie macht auch wirklich alles sehr solide, weil die meisten Mascara machen dann so eine Sache sehr gut und die andere nicht, aber die macht wirklich so alles auf einem sehr, sehr guten Niveau. Sie macht vielleicht jetzt nicht die voluminösten Wimpern, aber wie gesagt, sie ist eine All-in-One und deswegen würde ich mir die auf jeden Fall wieder kaufen. Schreib mal in die Kommentare, Schwester, wenn du zu Uncorrupted Beauty nochmal ein Video haben möchtest, denn die Brand hat ja, sagen wir, sehr gute Alternativen zu teureren Produkten. Merkt es an dem Produkt da drin, dass die jetzt schon zu alt ist. Also da ist noch ein bisschen was drin, aber ich weiß, dass ich die schon lange habe. Und sie macht so schöne, tolle, voluminöse Wimpern. Und deswegen würde ich mir die auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Augenbrauenstifte gehen ja relativ schnell leer. Der hat mich aber wirklich ein paar Monate gehalten und war dabei gar nicht mal teuer. Ich muss erstmal rausfinden, welche Marke das ist, weil da nichts mehr draufsteht. Also die Qualität von diesem Stift ist auch so ein bisschen semi. Aber dafür hat er ein richtig gutes Ergebnis gemacht. Der malt jetzt halt keine feinen Linien, aber du kannst einfach so Lücken ausmalen. Hinten haben wir nochmal ein Bürstchen mit dran. Vor allem für den Preis ein sehr solides Produkt, würde ich wieder kaufen.
kaufen. Dieser Concealer ist perfekt für sensible Haut und zudem spendet er durch Aloe Vera auch noch Feuchtigkeit. Okay, Lifehack, ich habe dieses kleine Deckelchen hier entfernt, weil dann kommst du an den Concealer ran und kannst den richtig gut aufbrauchen. Und ich muss gar nicht mehr viel zu dem sagen, oder wir hatten den schon in, ich glaube, ein, zwei aufgebraucht Videos. Kaufe ich immer wieder nach, der kriecht nicht in die Falten, der deckt gut ab und ist für sensible Haut geeignet. Ich mag den sehr gerne. Ach so, und der ist auch noch sehr günstig. Okay, stopp. Ich glaube, es sind nur noch 4 Tage, bis die 2. Staffel von Lebe, Liebe, Lipgloss startet. Ich bin richtig aufgeregt. Das ist unser Podcast, ja? Glow Up für die Ohren. Der Link dazu ist in der Infobox. Ich kann dir nur empfehlen, den Podcast jetzt schon mal zu abonnieren, denn die 2. Staffel wird richtig cool. Wir haben Gäste. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Vielen Dank, dass du das Video bisher geschaut hast. Ich sage, mach's gut. Bis dahin und tschüss.